Banken und Versicherungen der Wirtschaftskammer Vorarlberg lud zu einer besonderen Veranstaltung. Die Frage, wie der Geldmarkt und die Wirtschaft derzeit stehen und wie sich in Zukunft alles entwickelt, beschäftigt natürlich alle Beteiligten. Deshalb wurde der Gouverneur der Österreichischen Nationalbank, Dr. Ewald Nowotny, zu einem Impulsvortrag geladen, um die Fragen der Besucher zu klären. Im großen Sparkassensaal der Dormener Sparkasse versammelten sich die Gäste und waren gespannt auf die Ausführungen von Ewald Nowotny. Schon von Beginn an wurde über viele Themen diskutiert, bis dann Spartenobmann Wilfried Hopfner die Veranstaltung offiziell eröffnete. Nachdem er die Besucher, unter anderem auch den Leiter der ÖNB West, Armin Schneider, begrüßte, bat er Dr. Nowotny mit einer kleinen Bitte ans Rednerpult, man solle nicht vergessen, dass es neben den großen internationalen Banken auch die kleineren regionalen gibt und diese von vielen Entscheidungen besonders betroffen seien. Nämlich, dass die großen internationalen Konzerne und Investmentbankhäuser, die diese Misere mitverursacht haben, eher noch ungeschoren davonkommen, wenngleich jetzt vielleicht mit der Transaktionssteuer ein erster Schritt auch ein bisschen in diese Richtung gemacht wird. Aber es ist uns ein großes Anliegen und wir wissen da bei Ihnen das in guter Fürsprache, dass bei all diesen Überlegungen eben auch wir kleine Regionalbanken entsprechend Berücksichtigung finden. Ewald Nowotny begann dann zuerst mit der aktuellen Situation. Diese ist nicht gut, aber auch nicht wirklich schlecht. Die Entwicklungen nehmen einen leicht positiven Weg ein. Ein weiteres Thema war dann auch die Diskussionen um einen Währungskrieg. Nowotny hält davon nichts. Die Entwicklungen des Wechselkurses seien immer noch in der Bandbreite, die man aus der Vergangenheit kennt. Es gäbe also keinen Grund, dass die Zentralbanken eingreifen. Die Europäische Zentralbank, um das ganz klar zu machen, hat von ihrem Statut her kein Wechselkursziel. Wir haben ein Preisstabilitätsziel. Natürlich gibt es Grenzen. Und das Nachbarland Schweiz hat ja gezeigt, dass man solche Grenzen verteidigen kann. Die Grenze ist dann, wenn das wirklich zu einer deflationären Entwicklung führt. Allerdings ist es auch sicherlich so, dass es keine eindeutige quasi Abwertungstendenz wieder des Schweizer Franken gibt. Also die Frage, diesen Korridor von 1,20 auf 1,30 hinaufzusetzen oder irgend sowas, die stellt sich nicht realistisch. Das wäre sicherlich noch verfrüht. Eines, was die Banken in Vorarlberg belastet, sind verschiedenste Regulierungen, die aufgrund der Krise eingeführt wurden. Die Großen schlucken diese Regeln oft leicht, für die Kleinen ist es eher schwierig. Nowotny betonte, dass er genau deshalb gerne im Ländle ist, um die Anliegen der einzelnen Banken direkt aufnehmen zu können. Wir haben eine ganz große Bitte, die wir auch heute dem Herrn Gouverneur Nowotny mitgeben werden, nämlich dass die Vorteile der regionalen Strukturen, der kleinen Banken auch dort gesehen werden, wo große Entscheidungen getroffen werden. Dass man also berücksichtigt, dass wir nicht Auslöser der Krise waren und dass wir eigentlich sehr gut gesattelt durch die Krise durchgehen und dass man diese Kleinheit der Banken, die große Vorteile bringt, entsprechend auch mit berücksichtigt. Nachdem der Vortrag von Ewald Nowotny dann sein Ende fand, begann die Diskussionsrunde. Die Gäste nützten den hohen Besuch, um verschiedenste Themen anzusprechen, unter anderem auch die Finanztransaktionssteuer. Hier wurde über die Auswirkungen auf die Banken und auch die Kunden diskutiert. Ewald Nowotny konnte hier aber beruhigen. Also die Grundidee der Finanztransaktionssteuer ist ja zum einen, wenn man will, ein gewisser Lenkungsmechanismus, also stärkere Berücksichtigung der Realwirtschaft, also eben und weniger sozusagen des reinen Geldbereichs. Und der zweite Bereich ist, dass es eben ein fiskalisches Aufkommen bringt. Und da war ja auch oder ist auch die Idee, dass das dann sozusagen auch für Fonds verwendet werden kann, um Bankenrettungen zu finanzieren, sodass es nicht der Steuerzahler ist, der dazu leisten muss. Weil wir gehen schon davon aus, dass es zwar in der Vergangenheit richtig und notwendig war, dass wir Banken mit erheblichen Steuermitteln stabilisiert haben in ganz Europa, dass aber für allfällige weitere Erfordernisse es weder ökonomisch noch politisch möglich ist, hier den Steuerzahler weiter heranzuziehen. Mit einem großen Dank an alle Beteiligten vom Hausherrn Werner Böhler ging es dann in den gemütlichen Teil der Veranstaltung über. Bei einem kleinen Buffet wurde noch fleißig weiter diskutiert und das eine oder andere Thema besprochen. Zufriedene Gesichter waren zu sehen, ein schöner und vor allem interessanter Vormittag für alle.